Oberösterreich gilt als wichtigster Produktionsstandort innerhalb der Republik. Der nächste große Schritt, um im internationalen Wettbewerb auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, heißt laut Experten Industrie 4.0. Maschinen, die selbstständig arbeiten und untereinander kommunizieren können, werden bald das Bild der heimischen Produktion prägen und Oberösterreich als Wirtschaftsstandort absichern. Deswegen müssen wir auch investieren in die Entwicklung im Bereich der Informationstechnologien, sowohl was die Ausbildung betrifft, was die Infrastruktur betrifft, was auch neue Technologien betrifft. Und das ist sicherlich ein Faktor für den Erfolg des Standortes. Aktuelle Studien zeigen aber, erst jedes fünfte Unternehmen hat sich aktiv mit den neuen Technologien auseinandergesetzt. Hier hilft Bernd Bugelnik. Er kam auf Einladung der Academia Superior in die Linzer Wirtschaftskammer und kennt die Trends der Branche. Bugelnik berät die sogenannten CIOs, die IT-Verantwortlichen in großen Unternehmen, bei der Umsetzung neuer Projekte. Hier ist der IT-Chef, der IT-Verantwortliche, der CIO insofern gefordert, dass er sich halt genau überlegt mit seinen Leuten, welche Technologien bringen für sein spezifisches Unternehmen den größten Wertbeitrag. Und diese Technologien sind dann entsprechend von ihm auch zu priorisieren und in die Projekte und in die Lösungen einzubauen. Während Roboter etwa in Asien schon zum Alltag gehören, stehen hierzulande vor allem größere Unternehmen den selbstdenkenden Maschinen noch skeptisch gegenüber. Da gibt es dann schon auch so Tabuthemen, die man ansprechen muss, von wegen, hey, ersetzt mich da einmal ein Roboter? Nein, der ersetzt mich nicht. Der heißt nur, dass ich in Zukunft derjenige sein muss, der dem Roboter sagt, was er zu tun hat. Das heißt, es sind andere Betätigungsfelder, aber diese anderen Betätigungsfelder müssen natürlich gelernt werden. Gelernt werden diese neuen Technologien heute schon, egal ob Fachhochschule oder Universität. Oberösterreich ist österreichweiter Vorreiter. Natürlich ist auch die Fachausbildung ganz eine wichtige und da müssen wir eine gute Mischung finden zwischen den reinen Grundlagen, dem faktischen Wissen, das was sozusagen für die Wissenschaft Bestand hat und immer wieder auch Kompetenzen in aktuellen Trends. Ich denke, da können wir uns aber auch sehr gut ergänzen, wenn wir denken an das Portfolio, das die Fachhochschulen und die Universität anbieten kann. Ziel der JKU sei es, die Zahl der Studenten in den Studienrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in den kommenden 10 Jahren zu verdoppeln. So soll dem Fachkräftemangel vorgebeugt und die IT-Verantwortlichen von morgen ausgebildet werden.